Herzlich willkommen wieder zurück. Fabian läuft im Kreise. Ja, ich probiere den Müller mitzunehmen, aber der will nicht. Ach so. Nein, wir müssen aber zurück zu Jons Farm oder Johns Farm. Und was machen wir da nochmal? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Na, die Frau wird jetzt wahrscheinlich einen Kuchen gebacken haben. Um zu feiern, dass wir die Mühle gerettet haben von den bösen Sachsen. Und vor allem sie. Ja, das mache ich auch immer. Wenn ich gerettet werde von bösen Entführern, dann backe ich erstmal Kuchen. Meinst du das jetzt als Innuendo, so backe, backe, Kuchen von wegen? Gut. Du musst nach Süden. Ja, ich weiß. Ach so. Ich will nur gucken, was der... Wir hätten noch die Double Fist. Wir können uns eigentlich bei... Ja, hier kommen. Aber wozu? Hä? Aber wozu? Denn wir haben noch Upgrades. Schon besser. Upgrades. Ich verstehe das nicht. Ja, können wir mal gucken, was die Double Fist ist. Bam! Hulk Smash! Ja, okay. Aber da erwischst du halt auch nur einen, oder? Wahrscheinlich. Naja, also... Moment. Oh, der Kick ist cool. Ja, der reicht auf jeden Fall ein bisschen weiter, aber... Der ist so mehr nach vorne, ne? Mhm. Aber an Geld mangelt es uns ja nicht wirklich. So, dann mal zu Johns Farm. Ja, mach das doch endlich mal. Ja, ich wollte mich nur upgraden und dann eventuell ein Achievement dafür bekommen. Männer lassen sich immer so leicht ablenken, ja. Oh Gia, warum hast du plötzlich nichts mehr an? Wow! Okay, ja. Du solltest deinen Ehemann danken. Er ist weggerannt wie ein feiges Huhn und hat Hilfe gerufen. Sie wird sich ganz speziell um ihn kümmern. Oh ja, backe, backe Kuchen. Mhm. Darauf zählen wir. Ja, wir wollen aber nicht mehr Details wissen. Ja, und John ist jetzt weg, nachdem er das gehört hat. Also bei der Frau hätte ich es auch gemacht. Jetzt gehen wir mal erstmal zu unserer Frau. Ja, und machen da backe, backe Kuchen. Oder auch nicht, je nachdem wie tot sie ist. Oder sie ist nicht tot. Sie ist so tot. Gia, die wird so tot sein. Unser Haus wird in Flammen stehen. Unsere Kinder ermeuchelt. Auf Pfählen aufgespießt. Habe ich auch gerade gedacht. Oder so erhängt. Na, sieht hier noch nicht so nach Feuer aus. Nix mit Feuer. Kommt noch. Gleich Flammenausbruch. Ja. Gleich, wartet. Gleich eine Flammenexplosion. Großer Feuerball, alle sterben. Irgendwas ist in deinem Kopf nicht okay, oder? Du willst immer nur das Schlimmste. Nein, nicht immer. Dieser Sachsen letzte Nacht. Was hast du noch mit dich? Die Sachsen sollen uns endlich in Ruhe lassen. Wir brauchen Deutschland ohne Sachsen. Schön. Oh. Wow, Gebruder Tuck von Robin Hood. Ach nee, Peter. Peter, der läuft auch einen Meter. Okay, sie haben Kims Wert eingenommen. Aha, okay. Oh, und deine größte Angst ist, dass sie aus der Küche vertreiben. Davor haben wir die Mühle gerettet. Okay, aber wir müssen erst unsere Gefährten zusammen. Richtig. Assembled Heroes. Assembled. Wilk, John und Sybrand. Oder Sybrand. Genau. Ich weiß nicht. Sybrand war ja auch der Typ, mit dem wir schon gesprochen haben. Ja, der gesagt hat, ich bin dabei. Ja, sie brauchen verzweifelt unsere Hilfe. Okay, auf geht's. Let's go. Gotta catch them all. Gotta catch them all. Piermon. Na gut, dann gehen wir doch als erstes zu John. Müssen wir nicht ihm hinterherlatschen? Nö. Wir müssen als erstes die drei finden und treffen uns dann mit ihm in der Küche. Okay, gut. Mit euch rede ich gar nicht. Ihr seid unnütz. Ja, das sind ja unsere Kinder. Stop it! Wilk, zu den Waffen. In diesen Ball. Bam. Und dann schmeißen wir ihnen einfach so einen 5-Kilo-Stein ins Gesicht. Also eigentlich mag er es nicht, aber es sieht so aus, als gäbe es keine andere Alternative. Genau, gegen die Saxophone. Gegen die Sachsen zu kämpfen. Gegen die Sachsen zu kämpfen ist alternativlos.
Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht. Seitdem waren es die Angelsachsen. Ich bin der König aller Angler. Ich bin Artus, Erfinder des Eukalyptusbonbons am Stiel. Noch so eine Lüge und mir fällt das Ding ab. Sagt uns bitte, welcher Film das ist in den Kommentaren. Was? Okay, gut. Du wüsstest es nicht hier? Nein. Oh, Nope. dann muss ich Dennis ordentlich mal Sorry. unterrichten. Ich glaube, er ist schon gut unterrichtet. Er muss dich gut unterrichten. Ach, das macht er auch ganz gut. Ja. Ja, don't get too excited. Ja. Ja. Ja, aber das hat er uns ja schon versprochen. Ach so, nee, das war nicht der, das war der letzte, den wir noch suchen. Ja. Richtig. Also er schuldet uns was, ne? Genau, dessen Genau. Frau haben wir ja gerade gerechnet. Ja. Genau, und Ja, dann. obwohl ich weiß nicht, ob er so ganz froh ist nach letzter Nacht, ne? Nachdem sie sich ihnen speziell gewidmet hat. Dafür, Da dass er gereicht einfach hat. weggerannt ist. So, wo ist denn der Der war Schallbund? neben Ein dem bisschen weiter Schmied, weg. genau. Und wir müssen ja nach Osten, weil da auch die Kirche ist. Ach so, ah ja, beim Schmied. Ah, ja. Genau. Ossi, Ossi. Okay, ein alter Soldat. Ach so, ja, den. Ach ja, genau. Ja, ah, und er ist auch Also wir unser. reden von dem gleichen Typen. Genau. Und er ist auch unser Bogenschütze. Ah. Weird. Oh, okay. Aha. Schon wieder Wegzoll? Du kannst auch gerne einen Uppercut ins Gesicht bekommen und dann Ja, im Fluss genau. fallen. Ein Double Kick. Was ist jetzt? Ist es jetzt ein spezielles Duell? Okay. Okay, Bossfight? aha. Müssen die Brigade bekämpfen? Okay, er will Geld von uns haben, ja. Sonst wird er uns alle Knochen brechen. Ist es jetzt ein Beleidigungsduell aus Monkey Island oder was? Okay. Du dumme Kuh, If you cross du me. Bauer. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Es prallt an mir ab und klebt an dir. Mach den Kick. Hä? Warum haben wir jetzt wieder das andere ausgewählt? Keine Ahnung. Also Ja, ich auch nicht. und der Passant läuft einfach vorbei. Oh, du bist gleich tot. Wäre ich, wenn er nicht tot wäre. Okay, wir waren ungefähr gleich auf. Aber dann haben wir die Überhand bekommen. Ja. Ein kleiner. Du alter Furz. Schau mal, was du getan hast. Mein Hut ist nass. Oh. Oh. Und dann, ah, du bist mein Bruder. Wired? Weird? Onkel Pierre. Ah, Und Onkel? Ich dachte, das wäre sein Bruder oder so. ich hätte dich fast gerade umgebracht. Ja, ich dich auch. Ja, Mensch. ne? Okay. Ah. Ja, aber so von der Statur her hätte man jetzt schon die Familienbande erraten, Ja, oder? aber ich meine, andere Ja. Haarfarbe. Und warum kämpft er dann für die Sachsen? Keine Ahnung, ja. Ey, jetzt kämpft er bestimmt gegen diese Achsen. Ja, mit uns hoffentlich. Ja. Aber vielleicht gehört er auch nicht zu den Sachsen, ist halt nur so ein Soldat. Und, Na, stimmt. Also, es ist wie kein nennt man diese Sachsenhelm. Soldaten, die bezahlt werden? Söldner. Söldner. Genau. Aha. Ja, also der Helm sieht ein bisschen nach spanischen Eroberer aus. Aha. As you say. Okay. Ich weiß es nicht. So, und ich hätte jetzt gerne mal wieder meinen Rundumschlag. Punch. Ja, ich bin auch für Punch. Also, Ja. ich mag besonders Cookie Punch, Wassermelone. Geld, Geld, Geld. Ach, da ist er. Also, ja, jetzt haben wir wenigstens den großen. Ist ja jetzt unser Pikachu, der uns die ganze Zeit hinterherläuft, Ja, das ist die der. gelbe Edition. Weird. Wir müssen ihn dann auch öfter streicheln, dass er uns anlächelt. Funktioniert das auch bei dir, Fabian, wenn ich dich jetzt streiche? Ja.
Warum dreht er sich die ganze Zeit? Nein. Oh, mein Hintern brennt. Warum brennt der Hintern? Ah, Feuer. Okay, was hast du gesagt? Oh, mein Hintern brennt. Ja, ja, ist auch. Also, okay, ja, also das Dorf hier, dieses Kimswert ist in Gefahr und. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Extra für dich, Tier. Da war aber wieder nichts drin. Wie enttäuschend. Ich glaube, wir waren da überall schon mal. Ja. Deswegen gibt es da nichts mehr. Aber wir kommen jetzt zur Küche, da sollte es noch einige Truhen geben. Aber warum sind nur noch die zwei da? Achso, jetzt kommen die anderen dazu. Noch. Ja, die sind schon vorgelaufen, genau. Aha. Ja, zwei alte Farmer und zwei und ein Jäger. Ja. Ja, entweder hilfst du uns oder du gehst. Ja. Ja. Entscheid dich mal, Junge. Richtig, genau das hat Pierre auch gerade gesagt. Mhm. Ja, obwohl, stimmt schon. Ein bisschen mehr Equipment können wir schon noch holen. Mhm. Also ich meine, eine Schaufel ist schon nicht schlecht als Waffe. Ja. Darüber würde ich mich jetzt nicht beschweren. Aber wir haben nicht mal eine Schaufel, ja. Wir haben aber Thunder and Lightning. Ja, die anderen ja nicht. Stimmt. Ah, jetzt können wir uns aber schöne Sachen holen. Also erstmal gibt's... Och! Ich wollte gerade sagen, wir können uns da jetzt so viele schöne Sachen holen. Aber da müssen wir doch gar nicht hin. Na, wir suchen erstmal Kisten. Genau. Aber wir müssen ja auch irgendwie zu den Potions und zu den Waffenschmied. Und jetzt laufen wir mal. Ist der jetzt mit Absicht die Tonne weggelaufen? Ich wollte nur gucken, ob dich das dann irgendwann stört. Ich wette, da ist wieder nichts drin, ey. Ich wusste es! Ich wusste es! Das war so klar. Mhm, schon, ein bisschen. Lalala, ich werde einfach nie wieder irgendwas sagen, dass du irgendwas einsammeln sollst. Auch nicht die Kiste? Nee, nimm nicht die Kiste, nicht die Kiste. Achso, du probierst jetzt mit gegenteiliger Psychologie? Ja. Ah, das klappt bei Spielen immer sehr gut, die darauf interagieren. Mann, das muss doch da hochgehen. Ich bin gestört von Assassin's Creed. Man muss überall hochklettern können. Achso. Oh, Permanenttränke, das ist auch sehr gut. Da hätte ich jetzt vielleicht doch nicht alle Skills kaufen sollen. Mhm, ja. Mau. Hätten wir noch ein bisschen mehr Geld gehabt. Ah, aber jetzt kaufen wir uns natürlich nichts, weil da... Guten Tag. Ja? Wie hast du das gerade gemacht? Nein, der hat uns nach dahin... Also der hat nach dahin geguckt. Ich weiß auch nicht warum, aber... Können wir die? Nee, die können wir nicht kaputt machen. Wir sind doch zivilisiert. Wir machen doch keine Fässer kaputt. Hä, sind wir nicht? Wir kloppen hier alles kaputt, was uns im Weg steht. Guck mal, da ist eine Barriere. Das ist bestimmt gut, das aufzulösen. Tja, du hast gesagt, du willst es andersrum machen. Jetzt habe ich die aufgelöst. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Ja, genau. Oh, muss ich ins Wirtshaus? Ja, ich komme aber den Berg da nicht hoch. Deswegen muss ich hier rum. Flup. Flup. Und ach, mit, da. Ach, das ist die Kirche. Der Bäder. Three sets of armor. Okay, ja, und wir sind fünf Leute. Sehr gut. Nee, also man braucht nur drei für die Bauern und den Jäger. Ja, okay, jetzt stellen sie sich vor. We are Jakarma. Moment, müsste er nicht irgendwie auch unseren Nachnamen haben, wenn er unser Neffe ist? Nee, muss nicht sein. Ah, dann ist er aus der mütterlichen Seite. Okay. Ja, wenn es seine Schwester ist sozusagen. Ja, stimmt. Schwester, nicht Mutter. Also Mutter von dem Weird. Ja. Oder Wired, ich weiß nicht. Ja, da wollte ich schon hin, aber... Zum Laden. Wirklich. Kriegen wir jetzt gratis Potions? Keine Ahnung, mal schauen. Es wäre auf jeden Fall sehr nett. Wir müssen noch ein bisschen laufen. Können wir da irgendjemand... Nein, laufen, können wir nicht. Laufen. So, da ist er ja wieder. Sollen wir da jetzt was kaufen? Bei Health Upgrade, ja, okay.
Unglaublich. Ich könnte jetzt Bäume ausreißen oder dir den Kopf abrupfen und mir die Potions alle nehmen. Was wäre wohl passiert, wenn man das schon gekauft hätte und dahin kommen würde? Meinst du, die hätten einem trotzdem losgeschickt, um was zu kaufen? Dann hätte man nicht mehr genug Geld gehabt. Das ist eine verdammt gute Frage, Tja. Vielleicht hätten wir dann von dem genügend Geld fürs zweite Upgrade bekommen. Mensch. Leute, kauft euch das Spiel, testet es und sagt es uns dann. Ja. Jetzt sind sie wirklich Pfadfinder. Weil sie alle Alle in der dieselbe gleichen Uniform Uniform. haben. Und du guckst immer noch auf die Kaffeebohne? Ja, obwohl so sieht er aus wie ein Käfer. Okay, Okay. ja. Wir haben jetzt natürlich viel bessere Chancen dadurch, dass wir besser ausgerüstet sind. Ist ja klar. Und wir sind natürlich sehr viel stärker. Let it go. Let it go. Nee, let's go. Danke, jetzt habe ich einen Ohrwurm. War da was? Ne. Ach so, gut. Oi, oi, oi. Stinky, stinky. Ja, aber das war zu den Zeiten gang und gäbe. Du kümmerst dich um einen und alle drei anderen kümmern sich um den Ja. zweiten. So, Leute, macht mal hier. Danke. Man muss hier auch mal, Machen lassen, ja. genau. Manche sind halt Macher und manche sind halt Machen Sager. werden lassen. Okay, finde Machen ich auch lassen gut. werden. Ach. Du bist schon ein bisschen müde, Gian, ne? Da sind noch Kisten. Ach nee. Nein, da sind keine. Geh da nicht hin. Mach sie nicht kaputt. Aber siehst du dir, jetzt hast du es gesagt und da war was. Und die große Truhe hätte ich auch sonst übersehen. Hast du alles gut gemacht. Tada! Alles gut gemacht hier. Ja, alles ganz toll. Ja. Warum läufst du gegen den Baum? Weil der es Oh, verdient da ist hat. Geld. Ja, Muss man nicht überall. mal was kaputt hauen. Und das Geld verschwindet auch nicht. Das ist schön. Das mag ich immer. Und jetzt kommen wir von hinten. Haha! Ja, die schaffen den schon. Sehr gut. Jetzt den Einzelnen. So. Ha! Und Genau. die bewachen auch immer Noch eine das Truhe. Sehr Geld. gut. Können wir uns fast gleich wieder ein Upgrade holen. Und da sind auch noch keine Kisten, die man, wo man was bekommt. Sieht fast aus wie unser Markt, ne? Bei Crossroads. Ja. Das noch auf den warten können. Ja. Ich hau einfach den noch um. Und Moment, erstmal muss ich mich um die Kisten kümmern. Leute, sorry, Prioritäten. Unten waren auch noch Kisten. Puh, okay. Ah, jetzt haben wir alle erwischt. Vor Das allem ist ohne gut. einen Alarm auszulösen. Haben wir einfach mal die Die ganzen. haben einen Alarm. Na, stand da halt. Without making. Wo Dann sind sie? weiter südlich. Noch weiter? Ja, da. Gleich am Eingang. Und da Tada. ist Geld drinne. Sogar richtig. Sehr In gut. beiden. Ja. So gut bist du Voll dir. cool. Ah, da sind auch noch Kisten. Was sind das eigentlich für Körbe daneben? Hm, kann man leider Weidenkörbe nicht oder kaputt Mehlsäcke? machen. Ja, wir können sogar Oh. durchklippen. Du läufst immer sehr gerne gegen Säulen. Ja. Shopkeeper. Oh, bitte. Oh, guck mal, dieses Schwert, das sieht so perfekt für uns aus. Na toll. Hä? Okay. Ach Müssen so. wir erstmal alle kaputt machen. Scent of the Attack. Ja! Oh! Roundhouse! Ja, da lohnt sich mal das richtig. Oh ja. Hau nicht unseren Neffen, ja? Hallo? Der hat's aber verdient. Ach so. Ich brauche mehr Stamina. Gib mal Geld. Hey, nicht auf die Fernkämpfer. Das ist unfair. Oh Mann, jetzt stirb endlich, du dumme Nuss. Bumm, tot ist er. Ach, das war ein Einzelner. Hast du gut gemacht. Noch Geld holen, Geld holen. Geld und da und da, da. Oh, hört auf zu labern. Let's go back to the church. Nope. Jetzt aber, jetzt aber. Toll. Ich will den das. Manu, warum geht das nicht? Müssen wir noch Ja, freischalten? kriegen wir wahrscheinlich von irgendjemand. Wenn unsere Frau getötet wird. Dann greifen wir zu den Waffen. Genau.
Aha, jetzt können wir das schon kaufen. 400 Guck kostet mal, der. Stamina, du hast doch immer zu wenig Ja, aber Stamina. ich will eher den 400er. Den 40 Okay, na Prozent. gut, dann müssen wir noch ein bisschen Geld sammeln. Ja, ist nämlich ein besseres, nee, ist ein schlechteres Verhältnis. Verdammt. Wobei, ist es dann besser, erst die wenigen Prozent und dann die mehr Prozente zu Nee, nehmen? glaube ich nicht. Ich glaube, es ist additiv, ja. Nee, Oh mein das Gott, meine ich, es hier! ist nicht additiv. Oh Gott, Folge schon so lang. Na komm, wir reden noch Okay. mit dem Peter und dann ist Schluss. Ja, okay. Aha, ah, nicht eine Waffe? Waffe! Dann hören wir auf. Ja. Wir zeigen euch die Waffe nicht. Genau. Was müsst Okay. ihr denn bei den Farmen groß machen? Okay. Also die drei bleiben zurück und wir gehen zu zweit los. Jo. Best Kampf Buddies for Life. Und Schwert? Die drehen sich einfach nur um. Schwert, maybe so. Hallo? Okay, dann doch nicht. Ja, okay, nee, dann machen wir das in der nächsten Folge. Vielleicht müssen wir jetzt zu dem Verkäufer gehen und können Richtig. dann das Schwert kaufen oder so. Um es aus unserer toten Frau rauszuziehen. Ja, ist ja schon gut. Das passiert bestimmt Ja, irgendwann. ja, ja, ja. Wenn du es nur oft genug sagst. Yay! Juti, bis dann! Macht's gut, tschüss.